Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 4.11. 12.2020. Heute war wieder keine Assistentin da, weil ich einen Termin hatte und keine Zeit am Nachmittag. Und ich habe mit Kerstin telefoniert und es hat mir ganz gut getan. Es geht mir seit dem Lockdown nicht recht gut. Ich fühle mich sehr isoliert von allen möglichen, von meiner Familie. Und seit es meinen kleinen Hund nicht mehr gibt, fühle ich mich noch alleiner, weil ich einfach niemanden zum Reden haben und weil sich auch fast niemand zu mir setzt. Mal für eine kurze Zeit oder so. Ich kann verstehen, dass meine Eltern andere Sachen zu tun haben und auch Fernsehen wollen und oben schlafen wollen und dass nicht so viel Zeit übrig ist, aber es fällt mir oft schwer, dass ich die Aufmerksamkeit einfordere, die ich brauche oder dass ich die bekomme. Ich bekomme schon sehr viel Aufmerksamkeit, aber nur nicht immer die positive, die ich möchte, sondern oft wegen Problemen oder sonst was. Und das ist halt schwierig. Und ich möchte es meinen Eltern natürlich auch so einfach wie möglich machen. Und nicht immer Probleme anschleppen. Und deswegen behalte ich viel für mich. Und ich halt nur mit Kerstin und Christoph über sowas. Und verbringe die meiste Zeit isoliert in meinem Büro. Vom Computer. Auch weil mir teilweise, wenn die Familie da ist, also jetzt meine Geschwister und so und ihre Lebenspartner, wenn mir das zu viel wird und zu laut ist und einfach schwierig, auch wenn ich da gern dabei sitzen würde, ziehe ich mich dann oft zurück, weil es mir zu viel wird und kriege auch dadurch nicht wirklich Aufmerksamkeit, die ich bräuchte von meiner Umgebungsfamilie, außer von Christoph und Kerstin, und das erzähle ich zu meiner Familie, weil sie mir einfach immer helfen und sie mich auch besser verstehen. Und das ist einfach, ich möchte meine Eltern nicht zusätzlich belasten oder meine Geschwister und es ist schon umständlich genug mit mir und deswegen ziehe ich mich halt eher zurück. Und deswegen kann ich auch nicht diese Aufmerksamkeit erfahren, die ich brauchen würde, wenn ich sie mir nicht hole. Das ist überhaupt nicht als Kritik gegen meine Eltern gemeint, sondern eigentlich eine Entscheidung von mir selbst und ja, ich möchte einfach nicht immer negativ auffallen und tue es oft genug und ja, deswegen ziehe ich mich halt eher zurück und rede nur mit Kerstin und Christoph oder Sonja. Irgendwann kommt Sonja wieder, weil ich gerade von ihr rede. Ich freue mich drauf. Ich glaube, wir werden eine schöne Zeit haben. Und man wird sehen, was wir machen morgen. Morgen soll es bis zu 10 Grad haben. Also wenn wir noch Runde spazieren gehen. Und plaudern und Kaffee trinken.
Und ja, das freue ich mich schon. Ich habe jetzt auch mit Kerstin über die Massentestungen gesprochen und habe mich dazu entschieden, nicht hinzugehen, weil die Gefahr zu groß ist, mich dort anzustecken. Ich habe letztens auch den Rasperger-Termin nicht nur abgesagt, weil ich schlafen wollte, sondern weil ich einfach Angst habe, dass ich mich in eine Arztpraxis oder so mit Corona infiziere und das wäre eben nicht so leicht und nicht gut für mich. Und wenn es mit dem Oberschall sowieso immer gleich geht und die Winterdepression sowieso ihre Hand über mich hat, dann warum soll ich dann zum Psychiater gehen? Weil die Medikamente kann er so auch erhöhen und schlafen kann ich im Moment und deswegen finde ich keine Notwendigkeit, dass ich in der Praxis auftauche. Außerdem wollte ich schlafen. Morgen muss ich wieder aufstehen, weil die Volkshilfe kommt. Ich habe auch schon wieder total fette Haare. Nach 3 Tagen oder 2 Tagen, wo ich sie nicht gewaschen habe, 2 Tage, wo ich sie nicht gewaschen habe. Und sie sind total fett und platt. Und naja, bringt halt überhaupt nichts, das Haare waschen mit der Volkshilfe. Aber muss halt sein. Bin gespannt, wer morgen wieder kommt. Muss morgen um kurz vor 9 aufstehen und bin dann wieder bis um 10 circa wach, bis jemand von der Volkshilfe kommt und dann werde ich nachher mich noch mal hinlegen oder so, je nachdem wann jemand kommt und mal schauen. Ich schicke es übrigens. Nein, da hab ich jetzt plötzlich gehört. Heute ist nicht so viel passiert. Es war nicht viel los und ich war kurz mit meinem Vater draußen, aber mehr auch nicht mal 10 Minuten. Und habe jetzt irrsinnige Kopfschmerzen und werde bald schlafen gehen. Mehr kann ich euch heute nicht erzählen, weil einfach nicht mehr passiert ist. Wann gibt es dann wieder mehr von mir? Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Auf Wiedersehen, eure Ines. Zum nächsten Mal.